Ich glaube, ich gehe schon mal direkt zum Bankautomaten, nicht, dass ich nachher schon wieder doppelt zum Motel laufen muss. Zahl da fix und dann. Ja, guck ich nochmal, dass ich irgendwie so 7 Bällchen zusammenbekomme. Den Ort finde, wo ich die abgeben muss und dann das Fitnessstudio aufsuchen. Das wäre doch schön. Ich hoffe mal, ich vergesse nicht irgendwelche Sachen, da ich hier so halbwegs schon durchrushe, aber gut, im Endeffekt. Für mich macht das Spiel am meisten eben die Story aus. Und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ich sogar schon in dem Ziel drinstehen kann. Der A-Knopf mir gezeigt wird und er steckt trotzdem auf seinen Spielzeuger-Dingsy auf. Ja. So, packen wir es mal rein. 300.000 sind weg, ich hatte 500.000. Bin relativ überzeugt, dass der nächste dann 350.000 kosten wird. Und ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Müssen wir auf der Map drauf achten, diese Bälle zu sehen. Okay, also hier haben wir zwei Markierungen auf der Karte. Ich glaube, hier ist auch schon dieser Kerl, der diese Bälle haben will. Und haben wir hier zufällig das Fitnessstudio. Vielleicht. Na, umdrehen. Das war doch irgendeinem Hinterhof, meine ich. Also genau hier rein. Und dann war doch hier irgendeine Sache. Nee, hier ist der Kerl mit den Bällen. Ja, das habe ich jetzt schön gesagt. Ja, genau, der besoffene Russe. Hast du den Ball schon gefunden? Gut, ist auf jeden Fall deutlich, dass das der Kerl ist. Und ich sammle mal jetzt einfach 7 ein, aber ich befürchte fast, dass ich nichts von ihm kriegen werde, weil ich halt, wie gesagt, schon mal den Durchgang hatte. Und das dann relativ unwahrscheinlich ist, dass ich nochmal gleich einen Move abbekomme. Jetzt will ich nochmal sehen, was hier war. Nada. Thunder Ryu Building. Doch, das klingt ziemlich nach, genau. Dojo war's. Oh, das? Nun gut, zuerst die Klamotten weg. Ich bring dir diese Technik bei. Aber schau, dass dein Arsch sauber ist, ja? Was zur Hölle? Genau, hier kann ich trainieren. Hier hörst du jetzt das nicht, ja? Kein Problem, lass die Klamotten an. Okay, so. Kann man schon handeln. Ach, Bank drücken und Knie beugen. Ja, warte mal, ich gerade mal schauen. Handeln wird wahrscheinlich Verbesserung der Stärke sein. Kombo-Angriff. Okay, gut. Bank, nee, Bank drücken sieht eher nach Stärke aus. Ja, genau. Training für Stärke und Kniebeugen, vielleicht ja Energie. Jo, dann mache ich doch mal. Wow, das kostet aber echt ordentlich. Ich überlege gerade, ob Stärke oder Energie wichtiger ist. Bisher kann ich mit der Energie eigentlich gut durch, mit der Stärke aber erst recht. Dann mache ich gerade mal eins für Energie. Und dann wird das schon passen. So, achso, jetzt muss ich im Takt schütteln. Also gleichzeitig mit beiden. Habe ich nur leider am Anfang nicht ganz verstanden. Aber gut, das, ich liege gut in der Zeit. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr machen. Okay, das schaffe ich. Warum auch immer das Geld kostet, ein paar Kniebeugen zu machen. Gut, maximal Gesundheit hat sich ein wenig gebessert und dann kann ich auch schon wieder raus. Ja, das ist unser Lehrmeister. Wichtiger Kerl, hilft uns stark zu werden, groß und stark. Ja, ich mag ihn. Er hilft uns, er macht uns mächtig, er bereitet uns vor auf das Leben als Assassine. Ein toller Kerl. Gut, jetzt habe ich schon die beiden Sachen gezeigt, die ich zeigen wollte. Das ging mir ein bisschen zu flott. Aber dann kann ich ja gerade noch so eine Nebenmission einstreuen. Und dann gleich da rechts nochmal die Bälle suchen. Ja. Ob sie noch ein bisschen Moneten kassieren. Und ich denke mal, ich würde direkt die sozusagen schwerste Mission aussuchen. Da die ja dann am meisten Geld bringen sollte. 3000 für jeden Kill, aha. Töte alle Gegner innerhalb des Zeitlimits, du triffst auf menschliche Klone, die Mission ist erfüllt, wenn die Zeit ausläuft. Ha. Töte bist du. Nee, Treffer kassieren finde ich doof. Du weißt nicht, welche Gegner du triffst, okay. Nö, dann nehme ich einfach mal die Nummer 20. Jetzt wird schon Grund haben, warum die als letztes ist.
Wobei ich ja so fast schon ein bisschen Schiss habe, dass das dann spoilert, wo nochmal ein Gegner auftauchen wird. Ich meine, die kriegt man immer nur nach den Missionen eigentlich erst zur Verfügung gestellt. Damit das auch dann vom Geld her nicht zu schnell ansteigt. Aber ich denke mal, nur weil man die Ortschaft sieht, spoilert das noch nicht zu viel vom ganzen Spiel. Wenn ich jetzt noch hier aufsteigen könnte, das wäre sehr cool. Ja, auch okay, aber... Ja, danke. Also ich versuche so nebenbei noch ein Auge auf... Danke. Auf die Minimap zu halten. Gut, dass ich diese Bälle noch sehe. Und bisher springt... Doch, da ist irgendeiner. Hier links. Angeblich. Find aber nichts. Und hier soll auch irgendwas sein. Ich steig hier einfach mal ab. Hätte ja sein können, dass man die nur sieht, wenn man am, nicht am Fahren ist. Gut, ich laufe jetzt einfach quer durchs Feld. Die Markierung spricht doch eigentlich für sich. Wieso finde ich hier nichts? Oh, da ist das wieder irgendeine andere Markierung. Oh ne, keine Chance, hier ist nichts. Auf dem Weg liegt auch nichts. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Zur Not, wenn ich jetzt wirklich das ganze Spiel über nichts mehr finde oder nicht genug, dann suche ich entweder noch ein Video raus, wo man das vielleicht mal sieht, das ich dann noch verlinken kann, und ihr könnt es euch selbst raussuchen. Ich weiß ja auch nicht, wie sehr ihr das jetzt unbedingt sehen wollt, wenn man eine neue Fähigkeit erlernt. Ich glaube, da gibt es auch keine Videosequenz oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich hätte es halt einfach trotzdem mal gern gezeigt, weil es ja ein Teil vom Spiel ist. Aber die Welt wird nicht davon untergehen, wenn man das jetzt hier nicht miterlebt. So. Scheint ein Stück am Arsch der Welt zu sein. Ja, vielleicht komme ich ja halbwegs flott hin. Ups, eine Kurve. Kurven sind schön, Kurven sind toll. Jetzt habe ich schon fast erreicht. Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Hier ist laut Karte auch was. Und ich habe die Osterinsel gefunden. Okay. Nee, da finde ich nichts. Hier sollte eigentlich auch irgendwas sein. Ich bin doch eigentlich nicht blind. Ich dachte, ich kann sehen, aber... Nö. Schade. Letzter Versuch ist hier. Ich war eigentlich relativ sicher, dass als ich die Kugeln beim... die Kugel beim letzten Mal gefunden habe, die auch so markiert war wie... diese Punkte jetzt hier auf der Karte eigentlich sind, aber okay, dann eben nicht. Naja, kann man nichts machen. Dann mache ich noch die eine schicke Mission und dann geht's auch direkt zu Nummer 6. Whoop. Bitte zurücksetzen. Ich finde diesen Wheelie irgendwie unnötig. Dass man, sobald man kurz rückwärts gefahren ist, dann erstmal aufsetzt. Meistens will man ja so ein bisschen fein justieren, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat. Wow. Und dann stört das doch ein wenig im Ablauf. Gut, dann mache ich hier mal die Mission. Und bitte viel Geld verdienen. Denn ich habe eben 68.000 allein für Kniebeugen ausgegeben. Mission los. Bam. Irgendwie hat das Katana auch Stil. Das wirkt so leicht irgendwie. Und die Gegnertypen sehen sehr seltsam aus. Diese Bewegung ist sehr interessant. Ja, wollte schon sagen. Es wäre ziemlich cool zu wissen, ob man so lange hier rumschnetzen darf, bis die Zeit abgelaufen ist und man dann wirklich für jeden Kill was passiert. Oder ob irgendwann ein Maximum erreicht ist. Na, kostet mich Zeit. Schäm dich. Aus dem Weg. Ihr beiden bitte auch. So, ich hätte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hört ihr gar nicht mehr auf. Okay, die Reichweite von dem Ding ist cool. Hallo. Was waren das? 3000 pro Kill? Oder 2000? Da
3000 wäre natürlich gigantisch, wenn ich jetzt schon 26 weg habe. Muss eh schon was kassieren während dem Kampf. Okay, 28 und ich habe noch fast eine Minute. Okay, doch nicht. Schade. Nee, dann waren das jetzt 30. Also 90.000 plus Bonus? Tatsache. Ordentlich. Ja, ich glaube, ich habe die Mission gefunden, die mir am meisten Spaß bereiten wird hier. Aber nichtsdestotrotz werde ich dann nachher nochmal nach dem nächsten Ranking-Match eine Runde normale Jobs einstreuen. Dass ich mal wieder zwei vorstelle. Und dann haben wir ja auch schon, glaube ich, 5 von 9 gezeigt. Genau, macht Sinn. Ich glaube, für jeden Ranking-Kampf wird ein weiterer freigespielt und ja, insgesamt hat man ja 10 zu machen. Also passt das. Da der 10. ja direkt der erste ist. Bevor man hier überhaupt nicht statt kann. Okay. Dann hier mal wieder die Kurve erwischen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gott, dass mein Haus immer so weit wegstehen muss. Kann ich hier irgendwo umziehen, dass ich überall da wohne, wo ich gerade rumfahre? Oder einfach mehrere Häuser kaufen. Ich meine, das Geld hätte ich doch irgendwann mal. Ich mag dieses Bike einfach nicht. Aber ich bin ja fast da. Von daher ist das gut. Ah, jetzt habe ich weiße Energie. Okay. Das gefällt mir. Gibt mir Sicherheit. Gut, dann hören wir mal ran, was unser nächster Gegner so drauf haben wird. Dieses Kissen macht mich fertig. I am at the beach. Are you coming? Not like I am waiting for you or anything. Ich glaube, wir müssen zum Strand. Ach, bevor wir zu dem Strand gehen, speichere ich nochmal schnell. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der Strand einer der härtesten Brocken im ganzen Spiel war. Ich weiß noch damals, als ich das Spiel gekauft habe. Ups, raus. Ich habe das, glaube ich, in einem Wochenende durchgespielt. Oder nee, ich habe das an einem Sonntag angefangen. So was, das war noch schlimmer. Am nächsten Tag hatte ich Schule. Oh Gott, ist das lange her. Ich hatte noch Schule zu der Zeit. Könnte sogar sein, dass das der letzte Ferientag gewesen ist, ich dann total niedergeschlagen war, dass ich das nicht weitermachen konnte. Weil ich glaube, ich bis zum Bosskampf von Rang 6 hinkam und dann, ja, dann gedacht habe, jetzt sollst du langsam schlafen gehen, sonst wird das ein scheiß Schuljahr. Ach ja, es macht schon irgendwie süchtig. Und mich interessiert mal wieder, wie viele von euch jetzt inzwischen schon die wahren Cutscenes gesehen haben. Vielleicht welche, die jetzt bisher das sich noch nicht getraut haben und dann sich doch überzeugt haben, ach gut, ich guck vielleicht mal rein. Und ob ihr es bereut habt oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr so draus seid, ob ihr so das Splattergramm mögt oder ob ihr es irgendwie total dämlich und sinnlos findet oder eigentlich gar keine Meinung dazu habt. Ich habe meine Meinung ja schon abgegeben. Ich meine, ich bin gerade 10 km/h gefahren oder so. Wieso knallst du dagegen? Mann. Ist aber auch allgemein mein Fluch mit Bikes in Open-World-Spielen. An sich macht es mir Spaß, damit rumzufahren, aber ich krieg's halt auch viel zu oft hin, einfach mal schön gegen die Wand zu fahren. Hier sind doch jetzt auch Punkte verteilt, aber es hilft nichts. Ha. Oder muss ich irgendwas Besonderes machen? Keine Ahnung. Naja, neben meinem Kokosnussstand fängt also diese Ranking-Quest an. Dann mal rein. Holly Summers. Die zweite Frau auf der Liste. Ja, mal schauen, ob der gute Travis sie überleben lässt, aber jetzt wieder, glaube ich, erstmal wieder große Augen bekommen. Me? You serious? What? Is there a problem? No. Thought you'd never ask. Your next opponent is here on this beach. Ah, just up ahead. So I'm supposed to fight on the beach. That is one of the conditions. Why? That's for you to figure out. Feels good. What other hidden talents do you have, Travis? Huh?
go any higher and I will kill you myself. Not until you become number one. We have a deal, remember? So hurry up and go get him. Yes, Your Highness.